Bist du bereit, die Macht des Pharaos zu spüren? Die eine hat dir sogar den Korb auf WhatsApp mir geschrieben. Sie ist sich sehr sicher, dass sie dich nicht treffen will. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Stein, Schere, Papier. Mal gucken, wer gewinnt. Gut, So, das dann würde war's ich mit dieser sagen, war's Folge. das für heute. Der Rest, das ist ein uninteressantes Spiel, das wollen wir nicht Wir wissen. sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge. Spaß, Mann. Ich bin natürlich weiter, ne? Ich spiele weiter. Du spielst weiter, gut, ich gebe auf. Boah, das ist scheiße. Dann spiele ich die Karte verdeckt. Und die Karte verdeckt. Und du bist dran. Nach der So. letzten Folge, Gestrigen. nach der gestrigen, letzten, was auch immer, Gestrigen Folge. ich habe immer noch das gleiche Deck. Ich nicht. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Genau, er hat draus gelernt. Okay. Ist jetzt diese Karte hier? Du hast deine Karte gelegt. Du hast meine Feindkarte gelegt. Nein! Er hat die Schicksals... Ich habe schon vorhin überlegt gehabt, aber ich habe nicht alle Karten davon. Oh Ha, ich fuck. habe alle Karten mehrmals. Oh fuck. Jedes Teil mindestens zweimal. Da muss man jetzt richtig hardcore anlegen. Grab hier, los geht's. Hä, Grab ich was das bringt das? Tina. Dann Gott. Siegel des Aurelius. Orichalus, Kuss, 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 Kuss. Kuss auf deinen Ist Mund, jetzt diese Kuss auf Karte deine hier. Augen, Kuss auf deinen Nacken. Bin So, die nur zur Hunde. kurzen Erklärung, die Schicksalskarte sind eigentlich... Schnauze jetzt, ich will erklären. Die Schicksalstafel sind sowas wie Exodia. Einfach wenn du alle fünf Teile hast, dann hast du gewonnen. Einfach automatisch. Der kriegt's am Anfang. Nein, das wäre... Ach. Hör auf, in den Topf zu reden oder was auch immer. Ich habe in meine Hand geredet. Danke, dass ich's anhört wie ein Topf. Ist deine Hand so groß wie ein Topf oder wie? Ich beschwöre. Ich opfere erstmal Krab, weil ich das beobachte. Beschwöre Millenniums-Golem. Nee, vergiss es. Ja, greif Geh die an, Battle-Phase. los. Ja, dann mache ich aus. Was das Spiel möchte, dass ich eine Karte aktiviere. Dann aktiviere die Karte. Ha! Ja, dann würde ich sagen, Leute, dann war's das für heute. Wir werden jetzt noch die 5 Runden hier absetzen. Okay, warte, es sind noch 2, 3 Runden. Spiel leckt mich doch an meinem... Ich spiele mir noch die Karte verdeckt. Ja, nochmal! Und du bist dran. Das weiß ich doch jetzt schon, Ha! dass es der ist. Ja, ich aktiviere. Angebot an die Verdammten. Und kann mir eine Karte auswählen, die ich zerstöre. Das ist was der erste weg. Fuck, gut, okay. Ich spiele Was? Grabwächter, das Kanonenträger. Genau, Geh in da die... du den jetzt mal ausgerüstet hast, kann ich ja mal lesen, was da steht. Oh ja, es Jetzt war mir hat klar. Das habe ich. Ja, es ha. war mir klar, jetzt kann ich ihn Ha. aber zerstören mit dem mit den Hälften meiner Karten. Ah, oh, shit. Nur nach 1 Sekunde habe ich schon gewonnen. Dann dauert das Video nur 5 Minuten. Was ist bei dir los? Komm, weil ich lustig bin. Noch mystischer Raumtyphon zerstört deine Karte. Wann das? Zahnmaske. Ah. Du kannst ein Grabwächtermonster außer Füge deinen Gegner 700 Schaden zu. Es dürfte ein... Es gibt ein paar Karten, die mich retten könnten, aber es muss... Nein, du kannst keine ziehen, du Holzkopf. Ja, deswegen... Leute, es war ein Spaß mit euch.
So, heute, das war's dann für heute. Diese 5 Minuten haben sich richtig gelohnt. Er schaut bei Man of the World vorbei, weil sich das Pre- und das Pre-Intro lohnt. Ja, das ist eine sehr gute Geschichte, die man beim nächsten Mal vielleicht erzählen könnte, warum dieses Pre-Intro eigentlich existiert. Punkt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.